Ja, liebe Freunde der gepflegten Rutenbrechkunst, wir sind's wieder, die Meister des Rutenbrechens. Ihr wisst es ja, wenn wir angeln gehen, dann ist der Rute minus 1. Zwei Angeltage, zwei Ruten genau gleich gebrochen. Läuft bei mir, würde ich sagen, ne? Aber heute ist mal Rute plus 1. Denn wir sind auf einem Rutenbauseminar von Johannes Lohmöller von Omega 3 und dem Ingo Pelz. Die beiden werden uns heute in dem Seminar erklären, wie wir uns eine eigene Rute bauen und was für Routen wir uns bauen, was die Gedanken dahinter sind, wie das Ganze aussieht. Das bekommt ihr ein wenig in diesem Film mit. Film ab. Angefangen sind wir mit der Theorie. Da hat man uns erklärt, was ist überhaupt Blank, wie funktioniert, wo müssen die Ringe sitzen und so weiter und so fort. Im zweiten Step konnten wir uns dann unseren eigenen Blank aussuchen mit dem passenden Griffstück, was schon eine große Herausforderung war, wenn man das noch nie so gemacht hat, aber mit der Hilfe von Hannes und Ingo hat das wunderbar geklappt. Und jetzt gehen wir gleich rüber und fangen an, das Handteil zu machen. Und morgen geht es dann weiter mit der Beringung. Ja, so müsste das eigentlich. Das ist der Metallhals. Ja, ne? Vorne 10 Gramm zu viel habe, 10 ist übertrieben, aber wenn ich 10 Gramm zu viel drin habe, muss ich hier 50, 60 Gramm reinmachen, damit ich das ausgleichen kann. Blocki, du hast ja eigentlich vorgehabt, dir eine Spinnrute zu machen, hast dich aber jetzt für was anderes entschieden. Genau, für mich ist es jetzt doch die Baitcast geworden, so 2,20 Meter lang und dann, alles gut. Wir sind authentisch. weil Hannes hat mich überzeugt, doch die Baitcast zu nehmen. Wir schauen mal, ob ich damit gut klarkomme und was es am Ende wird. Vielleicht wird es ja auch ein Knoten. So, Blocki, was machst du jetzt? Ich bereite jetzt die Rute vor, um die zu schleifen. Ja. Das Anrauen ist wohl wichtig, damit der Kleber vernünftig hält. Ja. Aber ich brauche Hannes seine Hilfe. Weil du hast das Problem, was ich nicht habe, denn ich habe einen durchgehenden Griff. Genau, ich möchte gerne einen zweiteiligen Griff haben. Und das heißt, du musst wissen, bis wohin. Ja, genau. Und da dein, wenn ich das richtig habe, wird dein Griff noch durchgeschnitten und du weißt noch nicht, welche genau. Länge. Genau. Okay. So sieht das aus. Ja, so wird es sein, okay, aber es ist ja noch zu lang. Aber wenn du jetzt hier siehst, ich würde die auf jeden Fall hier kürzen, dass sie so bis dahin abläuft. Also ich würde sagen, da können auch locker 1,5 cm. Cm? Cm können dann auch weg. Und tu dir selber einen Gefallen, schneid das nicht auf den Blank, das sieht nämlich dann kacke aus. Ja, sondern machst du vorher ab und schneidest das dann da. Schrubbel ich da auf, weil du willst ein schönes Handlungsprodukt haben, das hast du dir auch echt verdient, mein lieber Blocker. Das hast du dir verdient. Sag mal, was hast du gemacht? So, damit der Griff hier auch drauf passt, müssen wir den jetzt ahlen. Hat nichts mit den Fischen zu tun, sondern das ist, wenn wir da quasi durchbohren, damit dieser Griff auch bis hinten durchpasst. Und das machen wir jetzt. Machst du da? Ich glaube, dass ich das zu viel ist. Ist das richtig? Ist das richtig? Bestimmt. Halt den Mund. Warte mal, ich drück da mal drauf. Wackelt. Ist das richtig? Ist das auch die richtige Richtung? Ich hab keine Ahnung. Ich mach jetzt einfach. Und jetzt. Drücken, Junge. Was? Du musst. Ja, das wird ja warm. Was denn? Kaum ob ich der Teil wieder in den Hand komme. So eine Scheiße, ey. Ja, warte mal, du hast Schlag drin, Junge. Was ist denn das? Ja, jetzt ist besser. Der hast du ihn richtig festgedreht. Da habe ich doch gefragt, ob das nix richtig ist. Du sagst ja. Mach das hier fertig, Junge. Dreh mir das einmal rein, ey. Sag das nochmal. Wir müssen mal eben gucken. Ich muss ja jetzt immer zwischendurch mal gucken, ne?
Ja. Das ist noch nichts. Das ist noch nichts. Du musst das ein bisschen hin und her machen. Also irgendwie macht das bei dir Krach und bei den anderen hat das keinen Krach. Ja, das ist ach, halt warte so. Mal, die anderen hatten Kork. Heiß. So, wir haben das Ganze jetzt geaalt, wie ihr seht. Das ist jetzt locker, das ist ein bisschen zu viel geworden. Das ist aber gar kein Problem. Zu viel geaalt. Und wie sagt man denn aus Friesland so gut? Allgaut Aal. Und jetzt werden wir da Tape drum kleben hier überall und müssen dann gucken, dass das gerade ganz, ganz fest drauf passt. Und zwischen den Tape werden wir dann ein paar Lücken lassen, damit der Kleber da auch immer rein kann. Mal gucken. Jo Knolli, dann erzähl du mal, was ist bei dir geworden oder was soll's werden? Ja, im Vorfeld war ich mir relativ unsicher. Ich wollte erst eine Norwegen-Route haben und habe mich dann doch dazu entschieden, mir eine Deadbaiting-Route zu machen. Und habe mich vorhin umentschieden, mir doch eine Vertikalroute zu machen. Der Grund ist ganz einfach. Es gibt nämlich nicht nur die normalen Wicklungen, sondern die Ringe. Die laufen dort wie ein, ja was weiß ich, wie so ein Regenbogen drumherum. Und das hat eine ganz interessante Sache, die wir euch später nochmal erzählen wollen. Aber das ist der Grund gewesen, warum auch ich mich dazu umentschieden habe, auf eine Vertikalroute zu gehen. Denn ich möchte eine schwere Vertikalroute haben, um halt große Köder vom Boot angeln zu können. Und ob das Ganze klappt oder nicht, werdet ihr sehen, oder nicht. Sauber, gleichmäßig arbeiten bei den Wicklungen. Was wir noch machen, ist die Ringfüße schwärzen, bei denen die natürlich einen dunklen Faden nehmen, dass das Silberne vom Ring selber nicht durchscheint. Selbst wenn ihr mal eine kleine Lücke habt, ist so ein bisschen, ne, kann man pfuschen, ist aber relativ simpel, dass es dann halt nicht mehr durchscheint. Schleif sie an, damit du mit dem Faden besser drauf kommst. Und das ist halt auch der Unterschied, ob du nachher Fadenstärke A wie Ast rein oder Fadenstärke D wie Dickerchen Spezial nimmst. A ist besser, guck mal, meine Fingernägel, wie sehen die denn schon wieder aus? Aber die braucht man hier beim Routenbau. Wenn du die Sachen machst, dann musst du einfach mal ein, zwei Tage die Fingernägel wachsen lassen und da ist ja auch schon eine ganze Giddel vom Lack abkratzen und so weiter drin, von Kleber. Ne? Und hier kommst du jetzt wunderbar drauf. Ersten Wicklungen, die habe ich jetzt schon mal fertig. Ich würde sagen, ja, die Hälfte von den Wicklungen und ein paar davon habe ich auch noch gemacht bekommen, weil ich echt nicht der Beste da drin bin. Aber wir müssen jetzt mal kurz abbrechen mit den Wicklungen, denn hier hinten fehlt ein Endstück. Und das Endstück, das lassen wir jetzt fertig machen. Das machen die
quasi Step by Step wie in so einer Fabrik. Das heißt, jeder muss jetzt eben einmal mit seiner Route hinkommen, damit das gemacht wird. Und dann kann wieder jeder an seine Arbeit gehen, ne? Und das Ganze machen. Jetzt bin ich halt dran. Lass mir da ein Endstück drauf machen. Blocki, seine Route liegt da auch schon. Das zeigen wir euch noch eben, dann geht's weiter. Also, wir sollen hier jetzt einen Plug rausdrehen. Okay. Aber nicht das, was ihr denkt, sondern einen Analplug. Das Hinterteil. Also, das ist ja fast dasselbe, ne? Von der Route. Das kommt ja jetzt hinten rein. Das klingt durchgehend falsch. Okay. Ja? Dass es auch keinen Arbeitsschritt gibt, der Spaß macht. Angeln ist auch in allen Bereichen pervers, ne? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt werden soll. Sieht irgendwie nicht. Naja, egal. So, das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Das heißt, wir haben die Routen aufgebaut, gewickelt und so weiter. Und jetzt kommt der letzte Schritt, das ist das Lackieren. Und dann werden die über Nacht trocknen. Und das Lackieren übernehmen wir jetzt noch hin und dann Feierabend. Die Tür weint. Blocki, du verzweifelst ja am letzten Ring, oder? Ja. Kennst du das? Ein Ring sie zu knechten. Ja, ewig zu binden. Ja, ewig zu binden. Ewig, genau ewig das! Wie oft musstest du jetzt nochmal binden? Ewig. Ganz wichtig ist, wenn man sich so eine Route gebaut hat, dann werden da die Ringe drauf gebunden. Und das ist immer ganz wichtig, dass die in einer Flucht sind. So, das heißt, wenn du gleich die Route so nimmst, dann guckst du da durch und dann müsstest du durch alle Ringe durchgucken bis zum letzten. Dann machen wir mal. Okay. Ich glaube, wir haben zu viel geschwommen. What the fuck? Aber keine Sorge, in unserem Falle ist das bewusst, denn wir haben eine Spiralwicklung gemacht. Das ist auch was ganz Neues, oder ich weiß nicht, ob das neu ist, aber das hat der Johannes von Omega 3 uns gezeigt. Und das finde ich eine richtig pfiffige Geschichte, denn wir haben hier eine Baitcaster-Route, das heißt, die Rolle haben wir oben, dann wird hier die Schnur eingefädelt, aber die Spitze hängt wie bei einer Stationärrolle nach unten. Halt mal kurz fest. Das heißt, wenn ihr am Fischen seid, gerade vertikal, und die haut da mal an, dann passiert das gerne, wenn der letzte Spitzenring nach oben guckt, die Schnur wickelt sich hier drum und dann hast du auf einmal ein Problem. Wenn dann der Fisch beißt und die Schnur drum gewickelt ist, dann hast du mal einen schnellen Rutenbruch. Wo kenne ich mich mit aus mit Rutenbruch? So ist der Ring nach unten und das heißt, die Schnur gleitet ab und das passiert jetzt. Und das ist eine richtig geile Idee, ne Johannes? Ja, das haben wir auch gerade schon gemacht. Das war jetzt Route plus 2, denn Blocki und ich haben uns eine Route gebaut und wenn ich ganz ehrlich bin, gestern und heute Morgen war ich richtig am Verzweifeln, aber Johannes und Ingo haben mich zum Glück an die Hand genommen und auch direkt darauf geachtet und gesehen, dass ich gar nicht weiß, was ich mir bauen will und haben mich dann ja, an die Hand genommen und mir gezeigt, okay, das könntest du bauen und dann waren wir auch direkt getriggert, ne? Also bei mir diese Spiralwicklung und alles. Und dann wusste ich, okay, statt einer Deadbelting-Route oder einer Norwegen-Route will ich jetzt eine Vertikalroute. 6,5 Stunden später. Und da bin ich sehr stolz drauf. Ich habe auch schon einen Namen für die Route. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin ja auch mit einem ganz anderen Gefühl hergegangen. Ich wollte eine Stazio-Route haben. Ja, dann ist es doch eine Baitcaster geworden und ja, auch die Curly Baitcaster. Ja, und wir hoffen, euch hat diese etwas andere Folge auch gefallen. Vielleicht gab es ein bisschen weniger Rutenbrüche, ein bisschen weniger zu lachen, aber ich glaube,
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wenn auch ihr Bock darauf habt, vielleicht macht ihr auch mal so ein Routenbauseminar bei Omega 3 und Ingo Pelz. Und falls ihr auch so coole Pullover haben wollt, wie der Blocky die hat, oder so coole Tassen, schaut mal auf Omega 3 vorbei. Wir werden das Ganze unten einblenden und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Viel Spaß. Ciao. Wie viel Spaß ist ja Quatsch, egal. Bis zum nächsten Mal, euch sagen. Tschüss. Beste. Hallo, abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal, ja. Kanal. Und like nach oben. Ja, Daumen nach oben. Nach unten liken ist auch schwer, ne? Ja. Wenn ihr nach unten liked, dann ist nicht schlimm, aber ihr müsst erstmal das Video zu Ende gucken und dann könnt ihr vielleicht Daumen nach oben machen, wenn euch das gefällt. Wunderbar. Super, danke sehr. Mir fällt nichts ein.